Und herzlich willkommen zur vierten Folge von Let's Play Banished hier auf dem südesmeraldischen Fernsehen. Und hier wird langsam gearbeitet, meine lieben Freunde. Das bedeutet, wir kriegen noch wahrscheinlich vor dem Winter, weil wir haben schon Spätherbst, es wird knapp, sind schon 0 Grad. Aha. Ah, jetzt färbt sich's. Und ihr seht, wie schnell jetzt hier das Brennholz wieder weggeht. Mal sehen, ob wir das überleben. Zu wenig Brennholz auf jeden Fall. Viel zu wenig. Das geht jetzt sehr schnell, finde ich sehr gut, dass es sehr schnell geht. Die zwei Felder, die sind auf jeden Fall zu wenig. Und da tun wir im Frühjahr auf jeden Fall noch ein paar Felder hinzufügen. So, wenn das jetzt ganz schnell fertig ist, da kann ich ja schon mal. Weil sonst gehen dort die Arbeiter ab zu dem hier. Kann ich ja schon mal vorbereiten, was ich da gerne bauen wollte. Und zwar hier die Jagdhütte. Ach, so. Ich komme dahin. Ist leider fertig, meine Freunde. Na, wie lange dauert es noch? Ja, 97%, 84, ach super. Super. Und die Jagdhütte braucht ja nicht viel, also ist die auch recht fix fertig. Obwohl, ich tue ja erstmal. Was denn, dauert das wieder Ewigkeiten? Nee. So. Dort mal bitte fällen. So, die haben jetzt ein Problem, haben keine Arbeiter. Eins, zwei. Eins, zwei. Wie schön. Schürft mal ein bisschen was. Guck mal, die ganzen Arbeiter ziehen jetzt ab. Und tun hier hinten Baum fällen. Wir lassen mal noch, dass das 7 Stück sind. Noch geht's ja, da geht es nämlich alles ein bisschen schneller voran. Guckt's an hier. Guckt's an. Die fleißigen Bienchen. So. So. Oh Mann, Foto her. Sehr schön. Und es schneit. Wow. Der erste Winter. Und die können schon wieder zu wenig Ressourcen. Eisenlimit. Und dann mal auf 1000 aufstocken. Dass sie nicht so zeitig rummeckern. Also wie hier. Salat. Und dann meckern sie gleich nicht mehr rum. Los, geh weg.
jeden Fall müsst ihr dann noch Lager platzen. Und zwar ein nicht so kleiner. Muss gerade gucken, wie groß das Ding ist. So ein Lagerplatz geht nicht. Aber so einer geht. 2x10 sind 20 Plätze. Logischerweise. Das sind 60 Plätze. Nimm doch den. Nimm doch lieber so einen wie ein 20er. Na, das Limit ist weggegangen, sehe ich gerade. Sehr gut. Mal gucken hier, ob ihr schon. Nee, leider noch nicht. Ihr Wolle produziert. Adler mal hoch. Dann machen wir das auch gleich mal hoch. Einen Arbeiter können wir wieder verteilen. Den lassen wir aber mal. Wenn die nämlich kaputte Werkzeuge haben, gehen die zurück und holen sich neue. Und da ist das nächste, wenn wir die Forsthütte gebaut haben, oder ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon vor der Forsthütte machen, haben wir 7 Arbeiter, da können wir das eigentlich relativ fix machen. Hier mal schnell ein wichtiges Gebäude hinstellen, was wir da finden, und zwar den sogenannten Schmied. Und der Schmied, den setzen wir mal hier hin. So. Mal sehen, wie schnell es jetzt geht. Finden sich auf jeden Fall sehr viele, die jetzt das gleich machen wollen. Was mich natürlich freut. Aber umso mehr wird es mich freuen, wenn ihr hinten. Ah ja, jetzt steht es 11, haben wir jetzt hier drin. Scheint wahrscheinlich schon die ganze Zeit nicht so wirklich aufgefallen. Brennholz 520. Ich behalte die Zahl mal im Auge. Oh, jetzt das erste Essensproblem hier. Ich kann die Hühner natürlich jetzt gerade näher nicht. Die haben jetzt kein Essen, ne? Das ist Mist. Gucken wir doch gleich mal, wie es hier steht. Und die haben noch viel. Und das kann man nicht irgendwie aufteilen auf manche andere Häuser. Die haben auch noch sehr viel. Die haben sehr, sehr wenig. Also das Haus hat wenig. Wie viel sind da denn? Ja, auch nicht wenig. Na, das geht noch hier. Und die haben sehr viel. Und hier ist auch noch ein Haus. Also das Haus. Das Haus hat auf jeden Fall nichts mehr. Also die drei Häuser, die werden auf jeden Fall jetzt knapp krepieren, weil wir haben erst Frühwinter. Das bedeutet, die kriegen nicht so schnell Nahrung. Ah, das läuft doch hier flüssig. Eine zahme Spitze. Die hacken hier hinten fleißig weiter. Und fällen die Bäume. Sehr, sehr schön.
Noch ist Eisenproduktion. Aber ich sage jetzt einfach mal, wir haben genug Eisen. Wir gehen jetzt erstmal auf Kohle. Und das müssen wir jetzt ja auch voll bekommen. Die Kohleproduktion. Stein. Das kann man nicht umändern in irgendeine andere Ressource. Das ist ja wie gesagt ein Steinbruch. Die Stadt wächst und wächst und wächst. Wir haben jetzt schon 17. Na, mal sehen, ob das so weitergeht. Im Let's Play bin ich immer ein bisschen besserer Inge als in so manchen anderen Off-Screen-Projekt. Ja. Sehr lustig jetzt gerade gewesen. Wir müssen immer noch viel hier machen. Machen wir hier noch ein bisschen mehr, dass ja das schneller fertig wird hier oben. Aber Bauarbeiter sind es da eigentlich gar nicht. Wie viel braucht der Schmied? 2. So. Dann. Hier ist hier Förster pflanzen neue Baumsetzungen, fällen ausgewachsene Bäume. 1, 2, 3 und Steinmetz vom Erdboden ab. Ja. Ich möchte jetzt aber nicht, dass die jetzt zum Beispiel hier reingehen in den Steinbruch. Aber hier kann man das Arbeiten auch einstellen. Dass die jetzt hier zum Beispiel Steine klopfen gehen. Alles sehr clever, das Spiel. Alles sehr, sehr clever. Absala. Und der ist jetzt hier? Das Steinmetz. Und klopft jetzt hier Stein. Bin ich jetzt mal gespannt. Der hier ist Arbeiter. Das ist Arbeiter, kein Bauarbeiter, nur Arbeiter. Sag mal lustig. Ist ja mal cool. Ja, Steinmetz. Er bringt Holz. Ist ja mal lustig. Was sie da auf einmal alles machen. Vielleicht war es doch falsch, hier oben das auszuschalten. Vielleicht werden die jetzt als normale Arbeiter eingestuft und machen nichts. Also machen alles, was ein Arbeiter eben macht, so ziemlich alles eben.
Na, das war bestimmt eine blöde Idee. Wo ist der Förster? Oh, ein Steinmetz. Haben wir denn hier? 5 Stück. 3-mal zugewiesen, ne? Ja, machen wir hier mal wieder an. Da bleibt das auch gut, der Inge. Spätwinter. Wir haben 7 normale Arbeiter, ne? Das heißt im Spätwinter, ne, ich lasse es Frühling werden, oder? Hier. 1, 2. Bitteschön. Die haben Nahrungsprobleme. Macht was. Kann man das ja anklicken? Hier irgendwie ein Diagramm? Nee. Schade. Bevor er mich hier es auftaut, ist ganz wichtig. Hier kommt jetzt ein großer Obstgarten hin. Und hier noch ein Feld. Wobei ja aber was steht, dann mache ich das Feld nur so. Guck mal, das sind aber 7x6 und das sind 5x11. Mache ich das lieber so. Tun wir hier 4 zuweisen. Yep. Genau, und hier Birne. Und hier nochmal Kohl. Bin ich jetzt gespannt, ob die sich aufteilen zu 1x1x1x1. Bin ich jetzt sehr gespannt, ich schaff's mal. 1. Hier müsste jetzt auch einer gleich kommen. Ja, merkt mal, wenn das Fragezeichen weggeht, da teilen die sich auf. Ne, 2. Dann müssen wir wirklich einen nehmen. Oder wir machen hier 2 und tun einfach bei den Bauern noch einen zu und da ist ja auch einer. Genau. Machen wir es so. Sehr schön. Haben wir immer noch 3 Arbeiter übrig, die ja hinten da hier gerade die Jagdhütte. Den Platz für die Jagdhütte. Drei Bauarbeiter. Also zurzeit finde ich das richtig schön gerade. Gerade ist richtig gut. Wie ich schon angekündigt habe, sind die 3 Häuser. Ja, ja. Nahrungsprobleme. Na, hier. Bam. Aber wie viel Steine hinten auch ist, ne? Ist ja der Hammer. Ich bande jetzt hier Stück für Stück ab. Und ich guck mal, ob ich hier das Forsthaus schon unterbringen kann. Ja, kann ich. Das ist sehr gut. Der Radius gefällt mir. Ich muss aber noch ein bisschen drehen. Wo ist das jetzt hier hin? Haben wir gerade irgendein anderes Projekt? Ja, das hier unten? Euro 2, ne? Ne, 3. Haben wir alles wieder verplant. Sehr schön. Einwandfrei. Oh, guck mal, die 2 hier, die haben Hunger. Ganz viel. Keine schöne Gesundheit haben die hier. Die 3 sogar, ja, die hier drüben sind. Aber es wird kräftig Nahrung angebaut. Dass wir dann im zweiten Jahr richtig viel Profit machen. Oh, jetzt haben schon immer mehr Nahrungsprobleme hier. Schon 5 Leute. Wird immer schlimmer.
gucken wir doch mal, was hier. Hier ist ja auch nichts drin, ne? Das tun die sich ja auch gleich immer alles hier rausnehmen. Guck mal, wie viel haben die noch hier? Guck mal, wie viele Kartoffeln und Kohl die sich immer bunkern hier. Könnt ihr nicht mal was abgeben? Gibt's da nicht irgendwie hier so. Der ja, der hat viel zu viel. Wie viel, der hat ja auch eins. Ja, fünf Leute, das sind ja hier auch drin, ne? Ne, hier vier. Hier sind fünf. Hier sind auch fünf. Guck, der erste ist schon gestorben. Jetzt geht's nämlich los erst. Disney's große Sterben geht jetzt los. Schnell, schnell, schnell. Sachen anbauen. Zweites gestorben. Guck mal, ich habe ja wieder eine Grafik weggemacht. Nicht gut. Das ist die wichtigste Grafik im Spiel. Der dritte ist gestorben. Wir müssen nämlich ja gerade gucken, wo welche wegsterben. Dass wir die dort sinnvoll einsetzen. Bei manchen was wegnehmen, wie zum Beispiel jetzt Stein. Wo ist Stein? 243. Können wir erstmal einen Stein mit runternehmen, dass wir einen Bau wieder hinzubekommen. Wieder einer gestorben. Wo ist er diesmal weg? Bei dem. Ah nee, nicht beim Bauarbeitern, sondern beim Bauern. Da muss der drauf. Und der Holzhacker ist gestorben. Machen wir jetzt mal überhaupt keinen Stein mit. Machen wir hier mal Holzhacker. Holzhacker, wo bist du? Ja. Was? Das wird jetzt kriminell. Hören wahrscheinlich jetzt alle sterben, die Hunger haben. Und der letzte noch. Einer ist es noch. Komm, weg mit dir. Wir haben jetzt schon weniger Bevölkerung als am Anfang. Oh. Das habe ich immer befürchtet, dass das irgendwann kommt. Nur weil, guck mal, die sind dran schuld hier. Nur weil die sich immer so viel Essen bunkern müssen. Können die sich nicht irgendwo, kann man hier nicht irgendwo das einstellen hier, aufteilen hier. Ja. Nee. Hier sind noch zwei. Aber der hat noch keinen Hunger. Das ist dann. Na gut. Der ist auch noch da. Wichtig ist eben, dass der hier immer arbeitet. Das ist jetzt erstmal egal. Also wie der hier. Der kann auch ruhig mal hier ein. Nee, nicht hier. Einen runternehmen und den bei den Bauern drauf tun. Ein Kind. Die Kinder können natürlich aufhungern. Das ist logisch. Es hat wieder einer Hunger. Ach Mann. Ich hatte ein Herz verloren. Scheißendreck ist das schon wieder. Richtig, richtig blöd. Die hat ein anderthalbes Herz verloren. Na, baut schnell die Schmiede. Ihr habt nicht mehr viel Werkzeug. Wenn die Schmiede fertig ist, dann alle rüber zur Jagdhütte. Schnell, schnell, schnell. Ja, da arbeitet nämlich gerade niemand dran. Weiß nicht, ob die Jagdhütte so weit außerhalb der Stadt zu platzieren, ob das wirklich richtig ist. Muss die wirklich im Wald stehen? Wisst ihr da irgendwas? Guck mal, ich überziehe auch gerade. Das mache ich jetzt
bewusst, ich möchte jetzt noch den Schmied fertig bekommen. Guck mal, wie viele jetzt hier hungern. Ist ja der Wahnsinn. Upsala. Wir haben hier schon 0% Ertrag. 15%. Upsala. 19%. Ich muss das jetzt erstmal ernten. Es führt kein Weg dran vorbei. Die müssen jetzt erstmal hier Essen bekommen. Hier drin ist ja nichts mehr, ne? 6 Eier. Echt jetzt? Geben die Hühner kein Fleisch? Guck mal, Nahrungslimit, 5000, ne? Ah, wer ist jetzt wieder gestorben? Was war der Bauer? Es muss natürlich ein Bauer sein, ne? Ein Bauer, der an der Nahrungsquelle ist. Mensch, Leute. Können wir denn hier einen wegnehmen? Bergarbeiter. Bäm. Boah. Mensch, 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 Mensch. Muss man da weniger Häuser eben gerade in der Zeit errichten, dass die dort, was weiß ich, besseren. Oh nein. Wo ist er diesmal? Oh nein. Ein Bauer ist auf jeden Fall weg. Viehhirte und Bauer. Oh, Leute. Könnt ihr nicht woanders sterben? Kind, nein, bitte. Bitte lass die Staffel 1 jetzt nicht schon vorbei sein. Oh, nein. Wieder ein Kind. Die pflücken doch hier schon. Wie die Weltmeister. Jetzt hat ihr das nächste aus. Also. Eieieiei. Die haben immer noch so viel. Guck hier. Boah, wie viel die haben. Wie viel wohnen hier drin? 5 Stück. Die werden dann mal unser. Ah, die werden auch gleich. Und. Ja, die werden auch gleich wieder mit Hungern anfangen. Achso, hier wohnt ja niemand mehr drin. Hier wohnt gar nicht mehr. Boah. Der Bauer kann natürlich hier nichts machen. Das ist wo, ja, wohl hier klar. Wir könnten hier einen runtersetzen. Oh, hier. Der Schmied ist fertig. Schmied ist fertig. Jetzt gehen alle hier rüber. Sehr gut. Sehr gut. Okay, der Schmied ist fertig. Das wird dann mal 30 Minuten hier. Und mit diesem Anblick, dass der Schmied hier gerade fertig geworden ist. Wenn ich jetzt F1 drücke, was passiert da? F1, F2, F3. Ah, das sind die ganzen Spielmodi. Ist ja mal lustig. Halten wir das Spiel mal hier an. Ich sage Adieu, meine lieben Freunde. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt den Tag. Und schaut auf jeden Fall wieder vorbei. Wenn wir das Problem lösen, in der nächsten Folge von Let's Play Banished auf dem südostasiatischen Fernsehen. Tschüss!